Herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute Abend, einem weiteren Vortrag unserer Reihe 100 Jahre Versailler Vertrag, die wir zusammen mit dem Park Explorer Wendel in Petite-Rosselle durchführen. Ich freue mich ganz besonders, den Präsidenten des Park Explorer, Gérard Brück, willkommen heißen zu dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als sich Anfang 1919 Diplomaten und Politiker aus aller Welt in Versailles versammelten, wollen sie nicht nur den Ersten Weltkrieg beenden, sondern auch eine neue Friedensordnung errichten. Das werde der Krieg sein, der dem Krieg ein Ende setzte, schrieb H.G. Wells im August 1914. Die neue Friedensordnung sollte möglichst gerecht sein und lange währen. Ein Vorhaben, das, wie sich bald zeigen sollte, zum Scheitern verurteilt war. 4 Jahre später, im November 1918, gerade erst war der Waffenstillstand unterzeichnet, sah sich Siegfried Sassoon, hochdekorierter britischer Offizier und Schriftsteller wie Wells, einen Frieden voraus, der dem Frieden ein Ende setze. Sassoon kam der Wahrheit näher. Während Frankreich vergeblich die Rheingrenze forderte und am Widerstand von US-Präsident Wilson scheiterte, empfanden die Deutschen, die bis zum Frühsommer 1918 noch an einen Sieg glaubten, den Friedensvertrag als ungerecht. Tatsächlich sollte sich der Versailler Vertrag als große Hypothek erweisen. Er erschwerte lange Zeit eine Aussöhnung der Kriegsgegner und nutzte in Deutschland den nationalistischen Parteien im Kampf gegen die Weimarer Republik. Professor Dr. Adolf Kimmel, unser Frankreich-Experte, wird die genannten Aspekte beleuchten und anschließend auch mit uns diskutieren. Adolf Kimmel studierte Geschichte und Politikwissenschaft in Würzburg, Berlin und an der Sorbonne in Paris. Er promovierte im Fach Neuere Geschichte 1967 an der Freien Universität. Er war wissenschaftlicher Assistent am Institut für politische Wissenschaft, ebenfalls an der Freien Universität in Berlin. Und ab April 1970 am Historischen Institut hier an der Saar-Uni. Er habilitierte dann 1979 für das Fach Politikwissenschaft. Nach Lehrstuhlvertretungen in Bochum, München und Würzburg war er Professor für Politikwissenschaft in Würzburg und ab April 1996 bis zu seiner Emeritierung in Trier. Seit April 2004 ist er im Unruhestand. Der Schwerpunkt seiner Forschung und seiner Veröffentlichung liegt im Bereich französische Politik und Zeitgeschichte sowie deutsch-französische Beziehungen. Adolf Kimmel steht allerdings auch in einer besonderen Beziehung zur Stiftung Demokratie. Zum einen ist er Mitglied unseres Trägervereins der Demokratischen Gesellschaft Saarland e.V. und zum anderen gehört er seit November 2009 unserem Stiftungsrat an. Darüber hinaus ist er bereits vielfach für die Stiftung als Referent für Seminare, aber auch Vorträge tätig gewesen. Ich freue mich auf seinen Vortrag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Frankreich, Deutschland und der Versailler Vertrag. Die beiden Staaten waren ja die Hauptbeteiligten und Hauptkontrahenten dieser Friedensaushandlung. Der Versailler Vertrag wird vor allem in Deutschland für die unheilvolle Entwicklung in Europa in den folgenden Jahrzehnten verantwortlich gemacht. Heuss schrieb 1932, der Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Bewegung ist nicht München, sondern Versailles. Und George F. Kennan schrieb noch 1984, die Rachsucht der britischen und französischen Friedensbedingungen habe den Nationalsozialismus und einen weiteren Krieg den Boden bereitet. Ich könnte noch andere Zitate anfügen, verzichte darauf. Das schon 1919 abgegebene Urteil von Marschall Foch, ab März 1918 Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte an der Westfront. Versailles sei nur ein Waffenstillstand für 20 Jahre, zielte nicht auf einen zu harten Frieden, sondern auf einen zu milden, der die Frankreich von Deutschland ausgehende Gefahr allenfalls vorläufig nahm, nicht endgültig. 20 Jahre, das sollte sich als ein außerordentlich präzises Urteil erweisen. Der Versailler Vertrag wurde am 28. Juni 1919
unterzeichnet und am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. Die Frage ist aber, ob es so kommen musste, ob der Versailler Vertrag ursächlich für den Sieg des Nationalsozialismus und den Beginn des Zweiten Weltkrieges verantwortlich gemacht werden kann. Es ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich möchte sie trotzdem vorausschicken. Friedensverträge werden in aller Regel vom Sieger gemacht. Und er berücksichtigt dabei natürlich in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, eigene Interessen. Es handelt sich fast immer um sogenannte Siegfrieden. Folglich ist es nicht verwunderlich, dass die Verlierer eines Krieges Friedensverträge in der Regel als ungerecht empfinden, mit ihnen unzufrieden sind, sie ablehnen. Das gilt zum Beispiel für den Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918, der der jungen Sowjetunion vom Reich auch mehr oder weniger aufgezwungen wurde und hinsichtlich der wirtschaftlichen territorialen Verluste für Russland härter war als der Versailler Vertrag für Deutschland. Es gilt auch für den Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871, der den Deutsch-Französischen Krieg beendete. Eine zweite Vorbemerkung, die mir für die Beurteilung für das Verständnis des Versailler Vertrages notwendig erscheint. Der Erste Weltkrieg wurde von Frankreich verständlicherweise als Angriffskrieg empfunden. Das Deutsche Reich hatte Frankreich den Krieg erklärt und es angegriffen unter Verletzung der belgischen Neutralität. Der Krieg spielte sich im Westen ausschließlich in Frankreich und Belgien ab. Deutschland war kein Schlachtfeld. Die Verluste an Menschenleben waren für Frankreich proportional härter als für Deutschland. Weite Teile Nordfrankreichs, ein wichtiges Industrierevier, waren weitgehend zerstört. In Deutschland hungerten infolge der Seeblockade zwar die Menschen, wohl mehr als in Frankreich, aber Schäden gab es kaum. Den Luftkrieg mit den Bombardierungen, die im Zweiten Weltkrieg sehr viele der deutschen Städte in Schutt und Asche legten und Hunderttausenden von Menschen das Leben kosteten, gab es noch nicht. Folglich war in Frankreich die Neigung groß, den Erbfeind mit einem harten Frieden nicht nur zu bestrafen, sondern ihn so zu schwächen, dass er für sehr lange Zeit, am besten natürlich für immer, nicht mehr gefährlich werden konnte. In der Regel gibt es aber wenigstens Verhandlungen zwischen dem Sieger und den Besiegten. Mit den Deutschen wurde in Versailles nicht verhandelt. Die deutsche Delegation durfte nur eine schriftliche Stellungnahme abgeben, vorlegen. Sie erreichte nur sehr wenige und sehr begrenzte Änderungen am Entwurf des Siegers. Erwähnenswert ist eigentlich nur, dass es in Oberschlesien, das ursprünglich insgesamt Polen zufallen sollte, eine Abstimmung gab. Insofern war der Vertrag tatsächlich ein Diktat, wie er von den Deutschen ja auch bezeichnet wurde. Die Friedenskonferenz nahm ihre Arbeit am 18. Januar 1919 auf. Die Friedensbedingungen wurden der deutschen Delegation am 7. Mai des gleichen Jahres übergeben. Die deutschen Politiker und Militärs hatten ihre Hoffnungen vor allem auf den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson und seine 14 Punkte gesetzt. Da sie von den Westalliierten als Grundlage der Verhandlungen anerkannt worden waren, sahen die Deutschen darin geradezu eine Garantie für ihre Hoffnung auf einen milden Frieden. Sie dachten auch, dass es in Deutschland nun eine demokratische Regierung gab, dass das insbesondere bei Wilson einen günstigen Eindruck machen würde. Aber diese Hoffnung erscheint mir jedenfalls naiv, weil sie unterstellte, dass der amerikanische Präsident seine 14 Punkte ohne Abstriche gegen andere Auffassungen der Alliierten, insbesondere gegen Frankreich, das im Westen die Hauptlast des Krieges zu tragen gehabt hatte, ohne Abstriche würde durchsetzen können. Im Übrigen war diese
Annahme auch heuchlerisch, denn die Kriegsziele der OHL, Oberste Heeresleitung, und vieler deutscher Politiker, auch Stresemanns des späteren Verständigungspolitikers, waren noch weitreichender gewesen als die Bedingungen, die sie unterzeichnen mussten. Und der schon erwähnte Friede von Brest-Litovsk verstieß massiv gegen die 14 Punkte, die damals schon vorlagen. Wie sehr Frankreich die Verhandlungen und den Vertrag als eine Korrektur von 1871 verstand, geht schon aus der Begrüßung des französischen Staatspräsidenten Raymond Poincaré hervor. Auf den Tag genau, so seine Ausführungen, vor 48 Jahren sei am gleichen Ort das Deutsche Reich ausgerufen worden. Und er versäumte nicht darauf hinzuweisen, dass dabei auch, Zitat, der Raub zweier französischer Provinzen, nämlich Elsass-Lothringens, beschlossen wurde. Er machte den Deutschen klar, dass sie keinen milden Frieden zu erhoffen hatten. Er sprach von einem verbrecherischen Krieg der Deutschen und Clemenceau sprach, er war Premierminister, bei der Übergabe der Bedingungen hätte die deutsche Delegation ihrer letzten Hoffnungen berauben müssen. Die Stunde der Abrechnung ist da, erklärte er. Deutschland hatte sich ja einige Zeit, um ein Wort von Ernst Trölsch aufzugreifen, im Traumland der Waffenstillstandsperiode befunden und sich eine nicht so schlimme Zukunft ausgemalt. Umso größer war der Schock, als der deutschen Delegation der Vertragsentwurf vorgelegt wurde. Und die nicht vorbereitete deutsche Öffentlichkeit reagierte empört. Schon die Niederlage, und das erscheint mir besonders wichtig, war da ganz unerwartet gekommen. Die Frühjahrsoffensive im Westen schien ja die Erwartung auf einen Sieg durchaus zu erfüllen, im Westen 1918. Aber die OHL hatte die Unterstützung Frankreichs durch die USA, Kriegseintritt im Juni 1917, im Juni bereits die ersten Truppen auf dem Kriegsschauplatz, hatte diese Unterstützung unterschätzt. Nach dem 8. August 1918, dem Schwarzen Freitag des deutschen Heeres, mit einem Einbruch der Alliierten in die deutschen Stellungen und mehr als 30.000 gefallenen deutschen oder gefangenen Soldaten, war der deutschen Militärführung klar, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Und General Ludendorff drängte am 29. September schon auf ein Waffenstillstandsangebot. Diese so plötzliche, völlig unerwartete Niederlage wurde in ihrer Tragweite in Deutschland nicht verstanden, nicht akzeptiert. Schließlich stand ja kein gegnerischer Soldat auf deutschem Boden. Dagegen standen die deutschen Truppen noch weit in Frankreich. Paris lag wieder, wie 1914, in Reichweite der schweren deutschen Artillerie. Wohl erstmalig gab eine Nation den Kampf auf, deren Armeen noch so weit im Feindesland standen. Folglich war der Eindruck, der Krieg sei nicht verloren, im Frühsommer in Deutschland bei Politikern wie in der Öffentlichkeit noch weit verbreitet. Es war also, Gerd Grumeich hat das hier ja vor einigen Wochen ausgeführt, eine unbewältigte Niederlage und eine verdrängte Niederlage, so ein Buchtitel. Dieses nicht verarbeitete Trauma hat erheblich dazu beigetragen, den Vertrag eben nicht zu akzeptieren, ihn auch nicht zu verstehen. Ob eine Fortführung des Krieges bis zum Erreichen der Reichsgrenze durch die feindlichen Truppen oder sogar bis ins Reich hinein, wodurch die Niederlage ja offensichtlich geworden wäre, dazu geführt hätte, die Niederlage und die Friedensbedingungen eher zu akzeptieren, das muss notgedrungen eine spekulative Überlegung bleiben, aber meines Erachtens spricht einiges dafür. Diese plötzliche militärische Niederlage rissen die Deutschen aus allen Träumen, in die sie im Kaiserreich gestiegen waren, sich verstiegen hatten. Kraftmeierei, Säbelrasseln,
Großmachtarroganz waren das Kennzeichen der deutschen Außenpolitik unter Wilhelm II. Der Kaiser hatte vom Platz an der Sonne schwadroniert. Man redete von der zivilisatorischen Mission des deutschen Volkes, war überzeugt von Deutschlands auch militärischer Überlegenheit. Und der Sturz von einem überzogenen nationalen Selbstbewusstsein in die bittere Wirklichkeit war hart. Otto Braun, langjähriger sozialdemokratischer Ministerpräsident in Preußen, einflussreicher Mann in der Partei, erklärte: Der Vertrag ist dazu angetan, das deutsche Volk in dauernde Sklaverei zu führen. Er ist unannehmbar, darf nicht unterzeichnet werden. Und als Eduard Bernstein auf dem SPD-Parteitag im Juni 1919 äußerte, man müsse die Frage von Schuld und Verantwortung unvoreingenommen diskutieren, müsse vom August-Erlebnis von 1914, der ja auch zumindest Teile der Sozialdemokratie damals erfassenden Begeisterung und auch von der Abstimmung vom 4. August, Zustimmung zu den Kriegskrediten, davon Abstand nehmen, sich davon freimachen, wurde er von den Delegierten wie von der Parteiführung geradezu niedergemacht. Und Erzberger vom Zentrum, der das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatte, wurde für seine Meinung, der Vertrag sei zu 19. unvermeidlich. Ihm wurde vorgehalten, er bringe nun wörtlich talmudistische Argumente vor. Und auch Stresemann, später Außenminister, übte scharfe Kritik, meinte, Deutschland würde zugrunde gehen, wenn der Vertrag unterzeichnet wurde. In der Tat, der Text hatte ja in vieler Hinsicht mit Wilsons Versprechen nicht mehr sehr viel zu tun. Heuss, der spätere Bundespräsident, erklärte am 9. Mai 1919 oder sprach von einem wörtlich glatten Wortbruch der Sieger, und er sah auch er sah im Vertrag den Versuch, Deutschlands wirtschaftliche und moralische Existenz zu vernichten. Die Regierung neigte dazu, eine Unterzeichnung zu verweigern. Auch die SPD teilte mit großer Mehrheit diese Entrüstung. Reichskanzler Scheidemann rief in einer Kundgebung am 12. Mai 1919 empört aus: Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? Freilich setzte sich sowohl in der SPD wie im Zentrum, vor allem unter dem Einfluss Erzbergers, bald Realismus durch. Und vor allem nachdem die Armeeführung erklärt hatte, die Wiederaufnahme militärischer Kampfhandlungen sei aussichtslos, führte kein Weg mehr an der Unterzeichnung vorbei. Eine Ablehnung, die der im Übrigen sehr hochmütig, arrogant auftretende deutsche Delegationsleiter Graf Brockdorff Rantzau empfahl, hätte den Einmarsch der alliierten Truppen in Deutschland nach sich gezogen. Die Pläne dafür lagen bereit, und Marschall Foch, der den Vertrag für zu milde hielt, deshalb auch später der Unterzeichnung fernblieb, hoffte sogar auf eine deutsche Ablehnung. Zudem gab es im Rheinland Putschversuche von Separatisten, die von Frankreich auch unterstützt wurden. Es drohte der Zerfall des Reiches. Eine Nichtunterzeichnung wäre unter diesen Umständen nichts anderes gewesen als eine pathetische, aber verantwortungslose Katastrophenpolitik. Also beschloss am 22. Juni 1919 die Nationalversammlung mit 237 zu 138 Stimmen die Unterschrift. Also eine deutliche Mehrheit, dafür stimmt die SPD, die USPD, linkssozialistische, eine knappe Mehrheit des Zentrums, eine Minderheit der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, DDP. Dagegen stimmte die Mehrheit der DDP und die nationalliberale DVP, die Partei Stresemanns, und selbstverständlich die nationalistische DNVP.
am 28. Juni unterzeichneten unter Verbalprotest, aber das war umsonst sozusagen, die beiden deutschen Bevollmächtigten den Vertrag. Er trat am 10. Januar 1920 in Kraft. Eine Anmerkung noch, bei der Unterzeichnung waren auf ausdrücklichen Wunsch Clemenceaus fünf Gueules Cassés im Saal anwesend. Das waren französische Soldaten, die durch Verletzungen in ihrem Gesicht furchtbar entstellt waren, nicht mehr sprechen konnten, oft nicht mehr sahen und dergleichen. In der französischen Kammer fand der Vertrag zwar breite, aber keineswegs einhellige Zustimmung. 372 Stimmen dafür, 53 dagegen, davon 49 Sozialisten, 72 Enthaltungen, davon 33 Sozialisten. Die Sozialisten lehnten nahezu einstimmig den Vertrag ab. Es gab also auch viel Kritik, nicht nur von links, sondern auch von rechts, denn er entsprach, wie schon angedeutet, keineswegs den französischen Wünschen. Die öffentliche Meinung war angesichts der Zerstörung im Land derart aufgebracht, dass wohl keine Regierung einen milden, einen Wilson-Frieden hätte durchsetzen können, selbst wenn sie es gewollt hätte. Clemenceau hatte schließlich nur zugestimmt, weil er Sicherheitsgarantien von den USA und Großbritannien erhalten hatte. Er musste sich in der Ratifikationsdebatte gegen die Kritik von rechts stellen. Er sei zu viele Kompromisse eingegangen und er konnte nur zur Abwehr gewissermaßen auf diese Sicherheitsgarantien verweisen. Er wies darauf hin, dass Frankreich in eine Koalition gesiegt habe, dass es keinen idealen Friedenszustand gebe. Die Kammermehrheit akzeptierte also trotz aller Kritik den Vertrag, denn das Bündnis mit den USA und Großbritannien, die versprochenen Garantieverträge, dieses Bündnis erschien Frankreich wichtig. Es war ja den Politikern klar, dass die Sicherheit ihres Landes auch künftig nur gewährleistet werden konnte durch diese Bündnisse. Ein isoliertes Frankreich, der russische Verbündete von 1914 war ja ausgeschieden durch die Revolution, zumindest für einige Zeit. Ein isoliertes Frankreich drohte in einem neuen Konflikt dem immer noch zu mächtigen Nachbarn wieder zu unterliegen. Hätte Clemenceau geahnt, dass die alliierten Sicherheitsgarantien bereits 1920 nicht mehr bestanden, wegen der Ablehnung des Vertrages durch die USA, und der britische Garantievertrag war daran gekoppelt, dann hätte er wohl nicht zugestimmt. Der Völkerbund stieß in Frankreich auf Skepsis und die spätere Ausgestaltung zeigte ja auch, dass er keine wirksame Friedensgarantie bieten konnte. Frankreich setzte weiterhin eher auf klassische Bündnisse und auf eine Politik der Stärke, auf Eindämmung des deutschen Nachbarn. Nun die allerwichtigsten Vertragsbestimmungen, nur sofern sie Deutschland betrafen. Deutschland musste etwa ein Siebtel seines Gebietes abtreten, verlor ein Zehntel seiner Bevölkerung. Im Osten vor allem an den neu gegründeten Staat Polen, im Norden einiges an Dänemark, im Westen Elsass-Lothringen an Frankreich, meist ohne Volksabstimmungen. Warum war Frankreich unzufrieden? Frankreich hatte die Rheingrenze angestrebt, um Deutschland eine günstige Ausgangsbasis für eine neue Aggression zu nehmen. Außerdem sollte dadurch das Ungleichgewicht der politischen wie ökonomischen Macht zwischen den Nachbarn am Rhein reduziert werden. Aber er scheiterte damit, so hartnäckig die französischen Delegierten auch darauf bestanden, am Veto von Wilson, der kein neues Elsass-Lothringen wollte. Dazu wäre es ja vermutlich gekommen. Das linksrheinische Gebiet mit drei Brücken
Köpfen am rechten Ufer wurde von den Alliierten besetzt, wobei französische Truppen ein starkes Übergewicht hatten. Seine Räumung war nach 15 Jahren vorgesehen, wie nach der Zone. Aber dieses Gebiet sollte auf Dauer entmilitarisiert bleiben. Wenn schon nicht zu Frankreich, dann auch keine deutschen Truppen dort direkt an der Grenze. In Frankreich gab es zudem die Hoffnung, dass diese Besatzungszeit sich noch verlängern ließe. Das Saargebiet, etwa ein Viertel kleiner als unser heutiges Saarland, das Frankreich auch am liebsten annektiert hätte, wurde für 15 Jahre Völkerbundsmandat. Danach sollte es eine Volksabstimmung geben, 1935. Als Entschädigung für die von Deutschland in Frankreich durchgeführten Kriegsschäden, die enorm waren, die nordfranzösischen Gruben wurden schließlich die letzten sogar beim deutschen Rückzug geflutet. Als Entschädigung dafür durfte Frankreich die Saargruben ausbeuten. Außerdem verlor Deutschland seine Kolonien. Immerhin, der Kern des Staatsgebiets blieb erhalten. Die Gebietsverluste im Westen wurden schließlich, ich komme noch darauf zurück, hingenommen, wenn auch zähneknirschend. Mit den Verlusten im Osten fand sich Deutschland nicht ab. Ein Ost-Locarno, wie der Vertrag von Locarno die Westgrenzen garantierte, ein Ost-Locarno kam nie zustande. Und so war es vielleicht auch kein Zufall, dass der Zweite Weltkrieg an der Ostgrenze, nicht im Westen begann. Durch die Gebietsabtrennungen verlor Deutschland erhebliche Teile seiner Eisenerzvorkommen, der Roheisen- und der Stahlproduktion und auch der Steinkohleförderung. Es war also wirtschaftlich in der Tat erheblich geschwächt. Von den militärischen Bestimmungen nenne ich nur einige: Auslieferung des Kriegsmaterials, Verbot einer Luft- und Gaswaffe. Gas wurde erstmals im Ersten Weltkrieg, beginnend von den Deutschen, eingesetzt. Verbot von Panzern und U-Booten, Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht und Begrenzung des neuen Berufsheeres auf 100.000 Mann. Der große Generalstab, in den Augen der französischen Politiker das Herz des deutschen Militarismus, wurde verboten. Diese strengen Rüstungsbegrenzungen sollten der Beginn einer allgemeinen Abrüstung, zumindest Rüstungsbegrenzung sein, wozu es aber nie kam. So konnte auch in dieser Hinsicht Deutschland den Eindruck einer einseitigen Diskriminierung erhalten. Schließlich sollte Deutschland als wörtlich Urheber aller Verluste und Schäden Wiedergutmachung leisten, also Reparationen bezahlen. Was darunter fallen sollte, die Höhe, war unter den Alliierten sehr umstritten. Die USA und auch Großbritannien hatten ja keine Schäden im eigenen Land erlitten, neigten zu einer Regelung, die Deutschlands künftige wirtschaftliche Entwicklung nicht allzu sehr behindern sollte. Frankreich dagegen hatte erhebliche Schäden erlitten, pochte auf Schadenersatz, also hohe Reparationen. Und sie sollten ja auch den Zweck verfolgen, die deutsche Wirtschaftskraft für längere Zeit zu schwächen. Vereinbart wurde eine Anzahlung von 25 Milliarden. Die Gesamtsumme sollte später festgesetzt und insgesamt innerhalb von 30 Jahren bezahlt werden. 1921 wurde dann die Endsumme festgesetzt auf 132 Milliarden Goldmark. Frankreich hatte fast 100 Milliarden mehr gefordert, gewünscht. Das war aber schon eine enorme Summe. Jahresraten von 2 Milliarden Goldmark waren vorgesehen. Frankreich benötigte aber auch dieses Geld, denn es war bei den USA und in Großbritannien verschuldet und der Wiederaufbau musste ja auch bezahlt werden. Nur diese Summe war unmöglich von Deutschland aufzubringen, was John Maynard Keynes, Mitglied der Delegation, schon sehr bald in seinem berühmt gewordenen Buch The Economic Consequences of the Peace darlegte. Gebietsabtretungen, militärische Beschränkungen, Entschädigungen werden dem Verlierer eines Krieges im Allgemeinen auferlegt. Ich habe ja einige zwei
Verträge schon erwähnt eingangs. Was in Deutschland die größte Empörung hervorrief, war die Begründung für die Reparationen. Sie wird im Artikel 231 knapp gegeben, wörtlich: Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Das ist der berühmt-berüchtigte Artikel 231, dessen Formulierung übrigens zurückging auf den späteren US-Außenminister John Foster Dulles. Oft Schattenparagraf genannt, konnte damals natürlich nicht das Ergebnis gründlicher historischer Forschung sein. Liest man ihn genauso, stellt man fest, dass er den Begriff der Schuld bzw. Alleinschuld gar nicht enthält. Er sollte die Reparationsforderung rechtlich begründen, indem man ihren Urheber, Deutschland als Angreifer Frankreichs, benennt. Nur solche Unterscheidungen wurden damals kaum beachtet, nicht getroffen. Der Schandparagraf, so die übliche Bezeichnung, hat die Deutschen ganz besonders erregt. Er wurde als moralische Verdammung, als Geschichtsfälschung verstanden, hat Erbitterung hervorgerufen. Die Mantelnote, die Clemenceau den Deutschen zukommen ließ, als Antwort auf die deutsche Antwort nach den Überreichung der Friedensbedingungen, spitzte noch weiter zu. Ich will daraus nicht Näheres zitieren. Dieser Paragraph trug, da er als moralisch diskreditierend empfunden wurde, wesentlich zur Vergiftung der Beziehungen bei, nicht nur der Regierungen, sondern auch der Völker. Zu erwähnen ist noch, dass die Forderung nach Auslieferung des Kaisers sowie der wegen Kriegsverbrechen beschuldigten Offiziere die deutsche Öffentlichkeit wiederum besonders erregte. Auf die Auslieferung der 895, sollen es genau gewesen sein, habe ich gelesen, Beschuldigten bestanden die Alliierten schließlich nicht. Der deutsche Widerstand dagegen war zu groß. Und das Auslieferungsbegehren gegen Wilhelm II., wurde von der niederländischen Regierung, dort war Wilhelm II. Im Exil, auf Drängen der Königin zurückgewiesen. Das allgemeine Ziel dieses Vertrages war klar. Deutschland sollte militärisch, industriell, wirtschaftlich, finanziell so geschwächt werden, dass es für Deutschland auf absehbare Zeit, für Frankreich auf absehbare Zeit, keine Gefahr mehr bot. Es handelt sich also tatsächlich nicht um einen milden Wilson-Frieden. Es war kein Versöhnungsfriede, aber es ist auch kein karthagischer Frieden, der vor allem von Frankreich aufgrund seines verständlichen Sicherheitsbedürfnisses in vielen Kreisen gefordert wurde. Ein solcher karthagischer Friede zerstört den Feind dauerhaft oder schwächt ihn zumindest so, dass er keine Gefahr mehr darstellen kann. Aber Deutschland bestand als Einheitsstaat weiter. Seine Bevölkerung lag auch nach den Verlusten ein Drittel über der Frankreichs und sein kaum beschädigtes ökonomisches Potenzial wurde in Frankreich als fortdauernde Bedrohung betrachtet. Insofern war das Urteil, das frühe Urteil des französischen nationalistischen Historikers Jacques Bainville durchaus zutreffend. Der Vertrag, schrieb er 1920, sei entweder zu hart, weil er in Deutschland nicht akzeptiert werde und er folglich die Beziehungen zu Frankreich belasten würde, oder er sei nicht hart genug, da er Deutschland nicht entscheidend, nicht nachhaltig schwäche. Der Wiederaufstieg zu einer europäischen Großmacht sei immer noch möglich, wenn auch nicht in den nächsten Jahren. Also, es gab nur Unzufriedene. Nicht nur Deutschland, auch der Sieger Frankreich war damit nicht zufrieden. Aus seiner Sicht, um Jörn Leonhardt aus seinem voluminösen Buch zu zitieren, aus der Sicht Frankreichs war der Vertrag nur die am wenigsten schlechte Lösung. Wie gingen nun die beiden Staaten mit dem Vertrag in den ersten Jahren nach dem Kriegsende
In Deutschland bedeutet die Unterzeichnung ja nicht, dass dieser Vertrag innerlich ehrlich akzeptiert worden wäre. Alle Politiker strebten so bald wie möglich seine Revision an. Die öffentliche Meinung forderte sie auch. Der Vertrag stellte zweifellos eine Belastung für die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie, dar. Und es war Frankreich, das ja auf diesen Siegfrieden gedrängt hatte. Nicht nur, weil es die höchsten Verluste an Menschen, die größten materiellen Schäden erlitten hatte, sondern weil es diese Bestimmungen für das absolute Minimum zur Erreichung seines übergeordneten Kriegsziels hielt. Eine möglichst große Sicherheit vor dem deutschen Nachbarn. André Tardieu, der wichtigste Mitarbeiter Clemenceaus, wörtlich: Sicherheit zu schaffen war die erste Pflicht, den Wiederaufbau zu organisieren, den zweite. Dafür brauchte man die Reparation. Die öffentliche Meinung war angesichts der Zerstörungen, die öffentliche Meinung Frankreichs, im Land derart aufgebracht, dass wohl keine Regierung einen anderen Frieden hätte durchsetzen können. Die Rheingrenze, ich habe schon erwähnt, konnte nicht durchgesetzt werden. Auch nicht, was ebenfalls ein französisches Ziel war, die Umwandlung Deutschlands in einen losen Staatenbund. Also die Rückkehr zur Situation vor 1871, als das Deutsche Reich gegründet wurde. Deutschland blieb verkleinert, aber nach wie vor ein potenziell bedrohlicher Nachbar. Und es gab in Frankreich erhebliche Zweifel am Willen Deutschlands, den Vertrag zu erfüllen. Ein junger Hauptmann sah den Unwillen Deutschlands voraus und schrieb 3 Tage vor der Unterzeichnung des Vertrages an seine Mutter, man werde den Besiegten zwingen müssen, die Bedingungen zu erfüllen. Sein Name Charles de Gaulle. Foch selbst hielt eine neue militärische Auseinandersetzung für hochwahrscheinlich. Da also Frankreich diesen Vertrag nicht als ausreichende Sicherheitsgarantie betrachtete und es dem Nachbarn weiter misstraute, war es lange Zeit nicht bereit, bei der Durchführung des Vertrages Nachgiebigkeit zu zeigen. Seine Kompromisslosigkeit wurde noch verstärkt durch die schon erwähnte Nichtunterzeichnung durch den US-Kongress. Die französische Politik erscheint auf den ersten Blick als revanchistisch. Sie war aber vor allem ängstlich. Die mit enormem Aufwand gebaute Maginot-Linie ab Ende der 20er Jahre ist ein massiver Beleg für sein Gefühl, durch den deutschen Nachbarn weiter bedroht zu sein und die Notwendigkeit, sich gegen diese Bedrohung zu verteidigen. Auch die von Pétain, späteren Marschall, vertretene Strategie der Defensive, die sich in der Doktrin und der Organisation der französischen Armee durchsetzte gegen die von Foch propagierte Offensivstrategie, belegt den ängstlichen Grundcharakter der französischen Deutschlandpolitik nach dem Abschluss des Vertrages. Deutschland, wie erwähnt, genau umgekehrt, ist fühlte sich ungerecht behandelt, der Vertrag musste revidiert werden, aber wegen der französischen Einstellung war das und dem französischen Widerstand zunächst einmal nicht möglich. Vielmehr kam es, so die Überschrift des nächsten Abschnitts, zu einer Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. So könnte man jedenfalls die erste Phase der deutsch-französischen Beziehungen nach 1918 überschreiten. Es war eine Art kalter Krieg. In Frankreich regierte seit den Wahlen vom November 1919 der Nationale Block, eine Koalition der Rechtsparteien. Zu den Abgeordneten gehörten auch viele ehemalige Frontsoldaten, daher die Bezeichnung in Frankreich Chambre Bleu Horizon, weil die französischen Soldaten so blau-graue Uniformen hatten. Regierungschef und gleichzeitig Außenminister war bis Mai 1924 Raymond Poincaré,
wir haben ihn schon gehört, ein Mann der Grenzregion, er stammt aus Bach-le-Duc, für den Deutschland ein Albtraum war, verfolgte er eine strikt antideutsche Politik. Die Regierung bestand auf peinlich genauer Vertragserfüllung, vor allem natürlich bei der Zahlung der Reparationen. Bei einem auch nur geringfügigen Versäumnis drohten Sanktionen. Die deutschen Regierungen waren mangels einer Alternative zur Erfüllung des Vertrages grundsätzlich bereit. Es war die Zeit der sogenannten Erfüllungspolitik. Ihre Hoffnung war, dass die Sieger auch Frankreich zu einem Entgegenkommen bereit sein würden, insbesondere bei den Reparationen. Aber zu einer Entspannung kam es nicht. Die Unnachgiebigkeit Poincarés spielte dabei eine ganz wichtige Rolle. Sein Misstrauen gegenüber Deutschland wurde durch Entwicklungen der deutschen Innenpolitik weiter genährt. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch vom März 1920, er scheiterte zwar, erweckte in Frankreich den Eindruck, der preußische Militarismus sei auch in der Republik nach wie vor stark. Schließlich war General von Lüttwitz, einer der beiden Führer des Putsches, Oberbefehlshaber der deutschen Truppen in und um Berlin. Die deutsche Demobilisierung, Abrüstung erfolgte auch nicht in dem Tempo, das vorgeschrieben war. Und die Niederlage der Weimarer Koalition, SPD, Zentrum, Links, Liberale, bei den Wahlen vom 6. Juni 1920, ein Absturz von 78% der Stimmen auf 44,6%, war ebenfalls ein Beleg in den Augen Frankreichs für die Schwächung der grundsätzlich verständigungsbereiten demokratischen Kräfte. Die neue deutsche Regierung, stärker rechtsorientiert, beendete dann die Erfüllungspolitik. Ein Problem in französischer Sicht war auch die Annäherung Deutschlands an das kommunistische Russland mit dem Vertrag von Rapallo 1922. Frankreich fühlte sich an das deutsch-russische Bündnis unter Bismarck erinnert, das bei einer Wiederbelebung in einem neuen deutsch-französischen Krieg dazu führen würde, dass Deutschland wieder seine gesamte militärische Macht auf Frankreich werfen würde. Vergessen wir nicht, dass vor 1914 das nur vermieden wurde, weil die deutsche Regierung unter Wilhelm II. den Vertrag mit Russland nicht verlängerte. Das gab Poincaré und Moskau reisten, die Möglichkeit, eine Anknüpfung, eine Umkehr sozusagen der Allianzen in die Wege zu leiten. Die Nichterfüllung von Reparationsleistungen, auch wenn sie lächerlich waren, es soll um einige hundert Telegrafenstangen gegangen sein, nahm die französische Regierung dann zum Anlass, im Januar 1923 das Ruhrgebiet zu besetzen, gegen den Willen der Briten, und als Reaktion auf den passiven deutschen Widerstand Zechen und Kokereien zu beschlagnahmen, das Eisenbahnwesen in eigene Regie zu übernehmen. Das Ruhrgebiet war vom übrigen Reichsgebiet weitgehend abgeschnitten. Es war die Politik der produktiven Pfände, wie es in Frankreich hieß. Es kam zu etwa 100.000 Ausweisungen Deutscher, wegen passiven Widerstands, darunter viele Beamte. Denn der passive Widerstand wurde von der Reichsregierung verkündet. Es gab Zusammenstöße zwischen Franzosen und der Bevölkerung, die auch Tote forderten. Letztlich aber scheiterte die deutsche Politik des passiven Widerstandes, denn außer den finanziellen Folgen, Hyperinflation, drohte auch der Zerfall des Reiches. Autonomie oder gar Separationsbestrebungen im Rheinland erhielten offen oder versteckt französische Unterstützung. Es war sogar eine rheinische Republik ausgerufen worden. Am 26. September 1923 erklärte dann der neue Reichskanzler Stresemann den Abbruch des Ruhrkampfes. Aber auch die französische Regierung konnte ihre Pläne
letztlich nicht umsetzen. Einmal besaß Frankreich nicht die Mittel für eine Politik der Stärke und es war angewiesen auf die finanzielle Hilfe, insbesondere aus London, die aber zögerlich oder gar nicht gegeben wurde. Und das veranlasste Poincaré schließlich zum Ablassen seiner Politik. Nun beginnt eine Phase der Entspannung, die Jahre 1924 bis 1930. Zwei Voraussetzungen als verbesserte Rahmenbedingungen. In Frankreich gewannen bei den Wahlen 1924 die Linksparteien die Parlamentswahlen. Die Sozialisten hatten, wir haben es gehört, den Vertrag abgelehnt. Sie hatten auch in der Folgezeit die harte Deutschlandpolitik der Rechten kritisiert, waren zu einem gewissen Kurswechsel gegenüber Deutschland bereit. Sie waren zwar nicht an der Regierung selbst beteiligt, aber sie unterstützten sie. Und sie hatten die Hoffnung, dass ein französisches Entgegenkommen die demokratischen Kräfte in Deutschland wieder stärken würde, namentlich die SPD, in die sie großes Vertrauen hatten. Und auch in Großbritannien fanden im Dezember 23 Neuwahlen statt und zum ersten Mal wurde die Labour Party stärkste Partei in Großbritannien. Ramsay MacDonald wurde Prime Minister, auch die Labour Party setzte ihre Hoffnungen auf die SPD. So suchte die französische Deutschlandpolitik neue Wege und das galt vor allem für die Reparationen. Die Reparationen waren für Frankreich wichtig, ich habe es schon erwähnt. Aber die Unterstützung der neuen französischen Politik durch amerikanische und britische Financiers setzte gewissermaßen voraus, dass die Reparationsfrage neu geregelt werden musste. Noch im Sommer 1924 kam es mit dem Dawes-Plan zu der Neuregelung, die nun die Zahlungsfähigkeit Deutschlands viel stärker berücksichtigte. Dafür war allerdings eben der Rückzug Frankreichs aus dem Ruhrrevier die Voraussetzung. Die Höhe der Gesamtsumme blieb zwar weiter offen, die Jahresraten sollten aber die Stabilität der deutschen Währung nicht gefährden. Außerdem erhielt Deutschland einen Kredit von amerikanischen und britischen Banken. Das stärkste Wirtschaftspotenzial des europäischen Kontinents sollte nutzbar gemacht für das angloamerikanische Kapital, sollten bessere Anlegemöglichkeiten gefunden werden. Auf deutscher Seite nun ist wichtig, dass Gustav Stresemann am Ende des Ruhrkampfes Außenminister wird. Und er behält dieses Ressort vom August 1923 bis zu seinem frühen Tod am 3. Oktober 1929. Er war kein Mann der Linken, kein Sozialdemokrat, sondern ein Nationalliberaler. Im Ersten Weltkrieg war er Annexionist. Er trat für den unbeschränkten U-Boot-Krieg ein, lehnte den Versailler Vertrag ab. Ursprünglich Monarchist bekehrte er sich dann 1920 zur Republik, wobei sicher wichtig ist, dass er ein Mann der Wirtschaft und der Finanzwelt war. Und seine Hinwendung zu Frankreich hatte auch damit zu tun. Nur eine besonnene Revisionspolitik, die er ja nicht aufgab, die also mit der französischen Regierung zusammenarbeitete, die selbst kompromissbereit war, einen Interessenausgleich anstrebte, hielt er für sinnvoll. Und nur durch eine solche Verständigung konnte seiner Meinung nach der 1923 drohende Zerfall des Reiches verhindert werden, konnte die Wirtschaft wieder in Gang kommen. Deutsche Interessen, so seine Einsicht, ließen sich besser auf der Grundlage der Friedensordnung, eben dem Versailler Vertrag, im Interessenausgleich mit Frankreich erreichen als im kompromisslosen Kampf gegen Versailles. Und es war ein glückliches Zusammentreffen, das im Mai 1924 auch in Frankreich ein Verständigungspolitiker Außenminister wurde, Aristide Briand,
Und er blieb es in 14 Regierungen, kurzlebig aber alle, bis 1932. Das markanteste Ergebnis der deutsch-französischen Verständigungspolitik war der Vertrag von Locarno, Oktober 1925. Deutschland erkannte nun wörtlich die Unverletzlichkeit seiner Westgrenze an, verzichtete also definitiv auf Elsass-Lothringen. Außerdem erklärte es sich in der Perspektive freilich einer baldigen, also möglichst vorzeitigen Räumung mit der Entmilitarisierung des Rheinlandes einverstanden. Damit kam es französischen Sicherheitsbedürfnissen entgegen. Deutschland wurde im September 1926 Mitglied im Völkerbund und erhielt einen ständigen Sitz im Rat. Es war also nicht mehr länger der Paria. Die Erbfeindschaft, die erbitterte Auseinandersetzung und den Vertrag schien endgültig hinter den Nachbarn am Rhein zu liegen. Beide Minister, Stresemann und Briand, erhielten 1926 für ihre Politik der Aussöhnung den Friedensnobelpreis. Der Kellogg-Pakt von 1928, von Deutschland auch unterzeichnet, ächtete den Krieg als Mittel der Politik. Allerdings, Sanktionen war bei Verstößen nicht vorgesehen, sodass er in den Folgejahren auch keine reale politische Bedeutung mehr gewann. Aber immerhin erlässt erkennen, dass Konflikte künftig nicht mehr militärisch gelöst werden sollten. Und 1927 endete dann auch die alliierte Militärkontrolle in Deutschland. Im August des gleichen Jahres wurde ein Handelsvertrag zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen. Also man konnte nun optimistischer in die Zukunft schauen, wie weit sollte, konnte diese Entspannungspolitik die Revision des Versailler Vertrages, die ja in Deutschland auch nicht abgeschlossen war, gehen. Erreichte die Entspannungspolitik auch die Öffentlichkeit in den beiden Ländern? Fand sie dort Zustimmung? Briands Vorhaben, das sei noch in Klammer angemerkt, die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen, Vorläufer der EU, das blieb Zukunftsmusik. Auch Stresemann blieb ein Anhänger eines souveränen Nationalstaates. Als das Memorandum für dieses Vorhaben dann vorgelegt wurde, war es zu spät. Inzwischen hat es den Krach an der Wall Street gegeben. Die Weltwirtschaftskrise hatte begonnen, die maßgeblich zum Ende der Entspannungspolitik beitragen sollte. Das ist der letzte Abschnitt. Die Krise der Entspannungspolitik ab 1929-30. Die nationalistische Rechte in Deutschland bekämpfte Stresemanns Politik hart. Und in Frankreich gab es weiterhin antideutsche Ressentiments. Aber bei den Reichstagswahlen im Mai 1928 erreichte die SPD mit 28,7% ihr bestes Ergebnis seit 1919. Auch das also ein Hinweis auf das politische Klima in diesen Jahren. Und sie stellte mit Hermann Müller zum ersten Mal wieder den Kanzler in einer Koalition mit dem Zentrum der Bayerischen Volkspartei, damals, was heute die CSU ist, den Links- und den Rechtsliberalen. Die Deutschnationalen von rechts büßten erheblich an Stimmen ein und die NSDAP kam auf 2,6%. Es wäre heute unter der 5%-Klausel eine zu vernachlässigende Splittergruppe. Also die Verständigungspolitik schien in Deutschland zunehmend auf Zustimmung zu stoßen. Auch wenn es in Frankreich bei diesen Wahlen 1928 ein ganz anderes Ergebnis gab. Denn die Nationale Union kehrte an die Macht zurück. Poincaré wurde wieder Premierminister. Freilich, außenpolitische Fragen hatten im Wahlkampf nur eine ganz untergeordnete Rolle gespielt und Briand blieb weiter Außenminister. Poincaré war nach wenigen Monaten zum Rücktritt krankheitsbedingt gezwungen. Also wurde die Revision zunächst fortgesetzt.
diese Verständigungspolitik zeitigte dann mit amerikanischer Hilfe 1929 den Young-Plan hervor. Young war amerikanischer Finanzminister. Die Gesamtsumme der Reparationen wurde weiter gesenkt, die Annuitäten ebenfalls. Und die Alliierten verpflichteten sich vor dem 1. Juli 1930, also 5 Jahre vor dem letzten festgelegten Zeitpunkt, ihre Truppen aus der letzten noch besetzten Zone im Rheinland abzuziehen. Freilich fiel da schon ein Schatten darauf, denn der Abzug war begleitet von nationalistisch-revanchistischen deutschen Kundgebungen, vor allem beim Auftreten des Reichspräsidenten Hindenburg. Das rief in Frankreich Irritationen, Beunruhigung hervor. Ich habe für meine Dissertation diese Zeitungen aus der Zeit durchgesehen, die französischen, und kann ich nur bestätigen. Dazu kam, dass die Reichsregierung, statt sich etwa für das französische Entgegenkommen zu bedanken, 3- und 5-Mark-Stücke prägen ließ mit einem Ant-Zitat. Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. Das war nun nicht besonders verständigungsbereit. Und in der deutschen Presse tauchten auch nun häufiger Artikel auf, die von den Fesseln Versailles redete, die man endlich lösen, von der Misshandlung der Nation, die ein Ende haben müsste. In Frankreich riefen diese Reaktionen natürlich Enttäuschung wie Beunruhigung hervor. Und schon erwähnt, der Briand-Plan, die deutsche Reaktion darauf ließ erkennen, dass man grundsätzlich nicht bereit war, auf die Revision der Ostgrenzen zu verzichten. Frankreich und seine osteuropäischen Verbündeten wollten dagegen den Status quo festigen. Ob der frühe Tod Stresemanns eine Ursache für die beginnende Verschlechterung des deutsch-französischen Verhältnisses war, das lässt sich kaum entscheiden. Aber ich denke, dass er dazu beigetragen hat, nicht zuletzt dadurch, dass seine Partei, die DVP, sich nun wieder deutlich nach rechts orientierte, und damit schwächte sich die ohnehin fragile Basis der Verständigungspolitik in Deutschland weiter. Noch etwas anderes sollte sich in den folgenden Jahren als wichtiger erweisen. Die scharfe Propaganda der Nationalsozialisten gegen den Young-Plan, obwohl sie ja bei den Wahlen einige Monate vorher ganz schlecht abgeschnitten hat. Knechtschaft für das deutsche Volk für Generationen hieß es und dergleichen mehr. Sie erreichten mehr als 10% beim Volksbegehren, das sah die Weimarer Verfassung vor. Es gab also einen Volksentscheid, noch einmal Gelegenheit für Propaganda, auch wenn der Volksentscheid scheiterte. Diese nationalistische Propaganda traf auf ein unerwartetes, beachtliches Echo auch im deutschen Bürgertum. Und die wichtigste Grundlage dafür, Voraussetzung, dass diese Propaganda und die Wende nach rechts zum Nationalismus in Deutschland in den folgenden Jahren weiter stieg, war die heraufziehende Weltwirtschaftskrise nach dem Börsenkrach im Oktober 1929. Die Amerikaner zogen ihre Kredite ab, die Krise in Deutschland verschärfte sich. Hitler hatte es nun noch leichter, den Versailler Vertrag und die Erfüllungspolitiker für alle Schwierigkeiten verantwortlich zu machen. Es gab vorgezogene Reichstagswahlen am 14. September 1930 mit einem katastrophalen Ergebnis. Der Stimmenanteil der NSDAP schnellte von 2,9 oder wie viele es vorher waren, auf 18,3%, von 800.000 auf 6,4 Millionen. Zweitstärkste Partei aus dem Stand, könnte man sagen, hinter der SPD. Die Stresemann-Koalition hatte nun überhaupt keine Mehrheit mehr. Es begann die Zeit der auf den Präsidenten Hindenburg gestützten Präsidialkabinette, die eine forcierte Revisionspolitik betrieben. Ist der Versailler Vertrag für die NS-Erfolge ab 1930 verantwortlich?
Ich habe darauf hingewiesen, dass erhebliche Teile des Vertrages bereits revidiert waren. Weitere Revisionen standen bevor, aber der Vertrag konnte instrumentalisiert werden von der nationalsozialistischen Propaganda. Auf dem Boden einer rapide sich verschlechterten wirtschaftlichen und sozialen Situation. Im Januar 1930, wenige Monate vor der Wahl, gab es in Deutschland schon 5 Millionen Arbeitslose mit einer sozialen Absicherung, die von der heutigen Lage weit entfernt war. Die Wahl für die NSDAP war, glaube ich, nicht in erster Linie eine Wahl gegen Versailles, sondern eine Protestwahl gegen die soziale Lage, in der sich viele befanden. Ich habe gesagt, die Entwicklung der Revisionspolitik wurde fortgesetzt. 1931 Stundung der Reparationen für ein Jahr, 1932 im Juni auf der Konferenz von Lausanne Beendung des Reparationsproblems. Deutschland sollte noch eine Ablösesumme von 3 Milliarden Mark bezahlen. Hat es nie bezahlt. Auf der am 2. Februar beginnenden Abrüstungskonferenz 1932 wurde Deutschland die militärische Gleichberechtigung zugestanden. Was blieb also noch vor dem 30. Januar vom Versailler Vertrag? Die Entmilitarisierung des Rheinlandes. Ihr setzte Hitler am 7. März 1936 mit dem Einmarsch deutscher Truppen ein Ende. Dadurch war sowohl der Versailler wie der Locarno-Vertrag verletzt. Die Westmächte reagierten nicht, trotz markiger Worte des Ministerpräsidenten Albert Sarraut. Wir lassen es nicht zu, dass Straßburg in der Reichweite deutscher Kanonen bleibt. Die Entspannungspolitik war zur Appeasement-Politik geworden. Ich komme zum Schluss. Auf die zu Beginn zitierten Aussagen, Foch, musste es so kommen, weil es so gekommen ist. 20 Jahre nach dem Vertrag, Beginn des Zweiten Weltkrieges. Nein, es gibt in der Geschichte keine Zwangsläufigkeit. Die deutsch-französische Situation, die Zukunft war zu Beginn und noch Mitte des Jahres 1920 offen. Otto Braun, sicher ohne die Weltwirtschaftskrise hätte Hitler mit dem Nationalsozialismus nicht den Zulauf bekommen, den er ab 1930 bekommen hat. Aber der Versailler Vertrag, die Hoffnung, alle Kriege würden beendet, sollte sich natürlich als eine Illusion erweisen. Nur war in ihm der Keim für den Zweiten Weltkrieg angelegt. Sicher handelte es sich, gemessen an den Erwartungen, den Hoffnungen beiderseits des Rheins, um einen eher missglückten Frieden, weil niemand zufrieden war damit. Die Gegner in Deutschland im nationalistisch-antidemokratischen Lager nährten ihre Kampagnen gegen das republikanisch-demokratische Regime mit pauschaler Kritik am Schmachfrieden. Kriegsgegner und Sieger gehörten dem demokratisch-liberalen Westen an. Der Versailler Vertrag verstärkte in Deutschland die bestehenden antiwestlichen Ressentiments. Gegen Versailles und gegen die Demokratie, gegen die Demokratische Republik zu sein, das gehörte zusammen. Aber die erste deutsche Demokratie ist nicht an Versailles gescheitert, sondern vor allem am Erbe der preußisch-deutschen Geschichte, die kein Weg nach Weimar war. Sie ist gescheitert an den noch weit verbreiteten vordemokratischen Einstellungen und Mentalitäten. Der durch die Politik des Kaiserreiches nachhaltig genährte Nationalismus stand einer realistischen Außenpolitik, die auch die Interessen der Nachbarn, namentlich Frankreichs, berücksichtigte, im Wege. Der Versailler Vertrag bot aber einen Nährboden für diese Propaganda, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen konnte. Ich danke Ihnen.